Wenn wir jetzt in die Therapien gehen, was ist ungefähr bei meinen Daten so über den Daumen, wenn ich mich an das halte, was gesagt wird, wie lange wäre eine Regenerationsphase, bis die Augen wieder so sind, dass ich jetzt keine Brille brauche und die Schilddrüse wieder so ist, dass sie nicht mein Hemdkragen ausfüllt? Gut, ich muss jetzt natürlich noch was Bösartiges zur Augenmedizin sagen. Es gibt die typischen Augenbehandlungen laufen ja im Grunde genommen nur über die Augenlinse. Man behauptet also, dass die Augenlinse nicht mehr, dass die Zonulaphase, also die Augen, die Muskelphase, die dort sind, dass sie nicht mehr entsprechend greifen oder dass die Muskeln lasch werden oder sonst irgendwas, und daraus resultiert dann von mir aus die Weitsicht oder die Kurzsichtigkeit oder Ähnliches. Ja? So, und es gibt aber Untersuchungen von amerikanischen Augenärzten, die schon 1905 gelaufen sind, die belegen, dass es eigentlich nicht die Augenlinse ist, sondern dass es im Grunde genommen der Augapfel ist, der mit Muskeln entsprechend ausgestattet ist und bei dem bestimmte Muskeln zu stark angespannt oder zu wenig angespannt sind und dadurch die Fehlsichtigkeiten machen. Okay. So, das heißt also, wenn wir mit speziellen Augenübungen, zum Beispiel Professor Starnow, der vor kurzem hier war, das meisterhaft demonstriert hat, international so viele Leute von Brillen weggebracht hat, dass es auch anders geht. Also das heißt, wir laufen leider Gottes weltweit auf dem Holzweg, ja? Und wenn wir nach Helmholtz arbeiten, wie das alle Augenärzte machen, mit entsprechenden Gläsern. Ja? Mhm. Während Bates natürlich ganz andere Sachen erklärt. Das heißt, der arbeitet nach Bates und kriegt das dann also komplett anders hin. Das ist die eine Sache. Das heißt, wir müssen das trainieren. Ja? Und das kann, ich denke mal, 2 Dioptrien sind durchaus in ein paar Tagen wegzubekommen, wenn jemand entsprechend trainiert. Aber das ist nur das eine. Das andere ist natürlich, dass wir die Treibstoffe auch dafür brauchen. So, die Treibstoffe produziere ich aber hier. Ja? So, dadurch, dass das System am Anfang noch nicht genügend umsetzen kann, muss ich natürlich von außen füttern, das heißt mit speziellen Nahrungsergänzungsmitteln. Wir werden das aber auch mit den Geräten gleich zeigen, die speziell die DNA so animieren können, dass ich auf der Stelle anfange, die Augen-DNA zu verändern. Das heißt also, Kurz- oder Weitsichtigkeit zu verändern, aber nicht nur die Augen selber. Wir müssen natürlich auch dann physiologisch wissen, wie das Ganze läuft. Es reicht nicht aus, nur hier zu arbeiten, sondern wir müssen natürlich das gesamte Chiasma Opticum, das heißt den gesamten Augengang, ja, bis zur Area Striata, bis hier hinten hin, im Prinzip beachten. Also wir müssen alles beachten. Deshalb brauchen wir die Kombination der Systeme. Ja, es reicht nicht, irgendein System runterzufahren, sondern es muss spezifiziert werden. Und deshalb die Ausbildung auch der Therapeuten. Das ist ja sensationell. Diese Tiefe, genau das ist das, was mich so fasziniert. Bisher habe ich immer nur das eine gehört. Wir machen das Stück, wir machen das Stück, wir machen das Stück. Und dass ein Augenarzt, und ich war da ja bei mehreren, mir einmal gesagt hätte, dass das auch was mit meiner Ernährung zu tun hat oder dass das mit der Energie meiner Leber oder sowas zu tun hat. Nein, habe ich nie gehört vorher. Und da geht es wieder hin. Liebe Zuschauer, Sie wissen, was ich immer meine. Wir müssen wegkommen von diesen alten Systemen und wir müssen in die Ursachenthematik hineingehen. Und das nicht nur in der Medizin, nein, auch in vielen anderen Bereichen. Wir doktern immer an den Symptomen rum. Schauen Sie uns unsere Wirtschaftssysteme an, das gleiche Problem. Wir schauen nicht auf die Ursachen, deswegen haben wir immer wieder die gleichen Thematiken, nur an einer anderen Stelle. Und das wird hier im Innercarp-Institut anders gemacht. Hier geht man an die Ursache ran und geht mit dem Patienten, und Sie haben gehört, auch hier wird nicht nur Schwingung und Frequenz, man hat auch verstanden, dass der Mensch aus Materie besteht. Und somit wird das Thema Nahrungsergänzung, also dem Körper das zuführen, was er auf der materiellen Ebene braucht, und mit entsprechenden Schwingungen und Frequenzen, natürlich unter langem, langem Wissen, wird dann der Körper so therapiert, dass er nachwidersteht. Und in wenigen Tagen 2 Dioptrien, das ist sensationell.